Ja, hallo Bienenfreunde. Heute geht es nochmal um diesen kleinen Minischwarm, den ich letztens gefangen habe. Das Video könnt ihr euch hier oben nochmal angucken. Den hatte ich ja auch hier einlaufen lassen, dann in einer zweizagige Mini Plus. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, das ist jetzt im Prinzip diese zweizagige Mini Plus. Die werde ich auch noch etwas verstärken, weil der Schwarm war ja sehr klein. Wir schauen jetzt bloß mal kurz nach, bloß in die obere Zarge ganz schnell, wie das aussieht. Der Kai hatte ja da geschrieben. Kai, ich weiß, du schläfst noch. Es ist ja 7 Uhr. Und ihr seht schon, da sind nicht allzu viele Bienen drin. Die sitzen hier auf 1, 2, 3, 4, 5 Warmgassen. Aber den werde ich noch verstärken. Wie ich das mache, zeige ich euch dann mal in einem nächsten Video. Heute machen wir das nicht mehr, das Wetter ist einfach nicht danach. Die hatten hier am Rand doch eine Mittelwand. Und die haben sie auch schon angefangen auszuziehen. Mir geht es jetzt bloß darum, ist die Königin okay? Stiftet sie? So, und auf seinem Minischwarm, das waren ja hier leere Waben, der hat schon Nektar eingetragen, ja. Und wie es aussieht, ist das hier, schade, ich habe meinen Löffel jetzt nicht hier, ziemlich dunkler. Ach, werden wir sehen. So, schauen wir mal weiter. Wir haben ja die Königin auch beim Einlaufen gesehen hier. Und der Kai hat geschrieben, dass der Hinterleib, ich habe das auch gesehen, der Hinterleib etwas eingedrückt war. Also hier ist jetzt auch bloß Nektar drauf. Eigentlich brauche ich diesen Schwarm gar nicht, aber das ist jetzt mal zum Austesten, das eigentlich geht. Im Prinzip könnt ihr Bienen, eine Handvoll Bienen im Blumentopf schmeißen mit einer Königin und die werden darin auch ein Völkchen bilden. Und das ist eben die Intelligenz, die die haben. Ja, und hier ist jetzt Brut drinne. Ich denke mal, das sieht man jetzt so. Also sie hat ja schon gestiftet. Mal gucken, ob wir sie sehen. Habe ich meinen Stift mit? Ne, habe ich jetzt nicht dabei. Aber bei den kleinen Völkchen wird man die schnell immer finden. Das sind ja nicht allzu viele Bienen hier. So, hier ist Aufbrut drauf. Königin sehe ich jetzt hier nicht. Das war ja auch eine ziemlich dunkle. Na, ich versuche euch das mir hier ein bisschen frei zu machen, damit man das dann besser sieht. Und da sieht man da schöne Brut drinne. Ja, wir gucken mal auf die letzte Wabe, vielleicht sitzt sie da. Also die haben jetzt hier ihr Brutnest hier angelegt. Also ohne Verstärken wird das hier kein schönes Völkchen mehr. Aber ich habe eine Mini Plus noch, die ziemlich stark ist. Und da werden wir uns dann ein paar Bienen holen. So, dann schauen wir mal hier nochmal, ob hier was drin ist. Nein, das sieht nicht so aus. Es könnte hier natürlich jetzt passieren, hier sind Stifte drauf. Ich weiß nicht, ob man die Stifte jetzt hier erkennen kann. Aber hier sind auf jeden Fall Stifte drin. Also hier hat sie auch gestiftet. Könnte sie eigentlich hier drauf sein? Mich würde mal interessieren, wie die jetzt aussieht, ob sich das wieder korrigiert hat mit dem Hinterleib. Also hier sehe ich sie jetzt nicht, also ich sehe sie hier nicht. Sie könnte natürlich in der unteren Zarge sitzen, da sind ja nur Mittelwinde drin. Ach, könnte ich ja mal gucken.
Normalerweise brauche ich das eigentlich nicht. So, dann schieben wir das mal wieder ran hier. Gucken, dass hier keine Biene zwischen ist und dann klappt das schon. Ja, ich hatte den Schwarm ja auch gewogen. Der hatte 500 Gramm, also 5000 Bienen. So, und ihr seht das schon, hier sind jetzt bloß Mittelwände drin, da kann ich mir eine. Da haben sie auch noch nicht viel gemacht drin. Ich habe dem bloß den Platz gegeben. Ja, da haben sie auch noch nichts ausgebaut. Die werden wir dann austauschen. Futter war ja hier drinne jetzt. Na, hier ist auch keine Königin drauf. Wir haben sie jetzt nicht gesehen, aber ich störe die jetzt auch nicht weiter. Wir lassen das jetzt so, wie es ist. Und ich werde nächste Woche dieses Völkchen verstärken. Ich möchte wieder mit 7 bis 8 Mini Plus in den Winter gehen. Das sind immer Reserven. Ich muss dann auch noch eine Königin heute suchen, weil jemand wollte noch eine haben. So, okay. Also Königin habe ich nicht gefunden. Für mich wäre jetzt bloß interessant zu sehen, wie die jetzt aussieht. So. Wenn wir jetzt einmal dabei sind, bin ich ja hier an meinen Begattungsvölkchen. Hier sind noch 4 Jungkönigin drin. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann hier. Ich nehme mal einen Deckel ab hier, bloß mal um euch zu zeigen. Erstmal müssen wir die große Scheibe abmachen, da ist ja noch die große Scheibe drauf. Ich habe dann immer hier eine große Plexiglasscheibe noch, weil ich in denen im Prinzip auch so Weiselnäpfchen nachziehe. Und wenn man die mit viel Jungbienen bildet oder mit schlupfreifen Zellen, ihr seht schon, die verkitten ja schön, dann sind die auch ziemlich stark. Ich glaube, jetzt sieht man es, ja, für eine Begattungseinheit eigentlich schon viel zu viel Bienen wieder drin. Aber da kann ich gleich mal gucken, jetzt wenn ich sie schon auf habe. Ob da eventuell schon Stifte drin sind. Ja, hier hatte ich ja die Königin letztens erst zugesetzt. Ja. Ihr seht schon, so ein kleines Völkchen ist auch schon ziemlich stark. Ja. Und ihr seht ja, das sind hier jetzt alles Jungbienen, hier, die jetzt hier noch zukommen. Hier habe ich jetzt keine Stifte drauf. Seht ihr was? Oder bin ich mit meinem Hut im Weg? Ja, keine Stifte, ein paar Futterecken noch. Nein, hier ist nichts zu sehen. Legen wir sie mal kurz ab. Nehmen wir mal die nächste noch raus. Ja, das war jetzt eine Futterwabe mit viel, hier mit viel junger Brut. Also die scheint hier noch nicht zu stiften. Ich sehe hier zumindest nichts. Ja, die habe ich ja vorige Woche erst reingesetzt. Und im Prinzip wird die erst
denke mal nächste Woche anfangen hier mit Stiften. Gesehen habe ich sie auch noch nicht. Nein. Seht, die haben, weil ich denen auch immer eine dicke Futterwabe mitgebe, brauche ich die eigentlich gar nicht groß nachfüttern. Die haben dann immer genug drin. Das ist so mein Standard, wenn ich hier Standbegattung mache, mache ich eigentlich lieber als wie mit den Apideas. Ich habe sie hier jetzt nicht gesehen. Und dann schieben wir die mal hier rein. Kommt hier, ihr gehört hier rein. Aber sie machen schon wieder Wind hier. So machen wir das Ganze wieder zu. Ja, das ist so, die sitzen hier auch schön auf zwei Warmgassen. Hier ist ein bisschen weniger drin. Gucken wir hier nochmal rein, wie das hier aussieht. So, das wäre eigentlich so die ideale Stärke jetzt für so eine Begattungseinheit. Ja, hier am Rand, denke ich mal, hier ist bloß eine Futterwabe drin. Na, ihr seht, das ist eine Futterwabe. Die Ränder haben sie schon leer gelutscht hier. Weil die Könige sind die alle gleich alt. Die dürften hier. Auch hier haben sie schon wieder frischen Nektar eingetragen. Ich habe hier noch keine Königin drin gesehen, aber schauen wir mal weiter. Nein, hier ist auch keine drin. Ja gut, ich störe sie jetzt nicht weiter. Die kann auch am Rand irgendwo sitzen. Deswegen mache ich hier nichts weiter jetzt. Lassen wir sie in Ruhe. Ist ja auch nicht so das optimale Wetter jetzt hier. So, wo ist unsere große Scheibe? Die legen wir mal wieder drauf. Ja, seht ihr, die Wespen kommen auch schon. Gut. So, Stein wieder drauf. Ja, bin Freunde, das war's dann, was ich heute gucken wollte. Ich werde heute Nachmittag noch die andere Begattungseinheit, die 12er, nachkontrollieren. Da müsste auf jeden Fall Brut drin sein. Vielleicht wird das Wetter noch ein bisschen besser. Die muss ich auch wieder nachfüttern. Die hatte ich schon mal gefüttert. Das zeige ich euch dann im nächsten Video. Also bis dahin, macht's gut und tschüss.